Wir sind beim Qualifying hier im prächtigen Monte Carlo in Monaco. Es ist immer ein besonderes Ereignis für die Fahrer und die Teams. Das Qualifying entscheidet, wer auf dieser berühmt-berüchtigten Strecke von der Pole aus startet. In den nächsten Minuten könnte das morgige Rennen bereits entschieden sein, bevor es angefangen hat. Der Fahrer auf der Pole wird angesichts der wenigen Überholmöglichkeiten nämlich die besten Chancen auf den Sieg haben. Genau. Und um hier zu siegen, sollte man schon aus der ersten Reihe starten. Selbst wenige Plätze dahinter in der Startaufstellung und man braucht entweder großes Glück bei der Boxenstrategie oder muss auf eine Safety-Car-Phase hoffen. Überholen ist fast unmöglich. So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play von Formel 1 2015, heute mit dem Qualifying aus Monaco. Und ja, irgendwie habe ich doch schon so ein bisschen Schiss vor dieser Strecke, denn im Training lief es nicht so perfekt. Wir wurden nur Sechster, allerdings mit der härteren Mischung und die anderen waren alle auch weich unterwegs. Aber trotzdem haben wir die ein oder andere Leitplanke mitgenommen und deswegen weiß ich nicht, was das heute gibt. Aber ich würde sagen, wir finden das doch direkt mal heraus und deswegen gehen wir jetzt auf die Strecke. Natürlich mit der weicheren Mischung, denn mit der harten hatten wir gar keine Chance gegen Lewis Hamilton und Co. Mal gucken, gegen wen wir heute fahren. Ja, das war schon mal gut. Aber er hat nur minimalen Vorsprung. So. Noch ist alles gut. Immer noch. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt enteilt er uns, aber das muss ja irgendwann kommen, denn ich bin wirklich kein Experte auf dieser Strecke. Vor allem auf dieser hier. Ja, aber im Moment sieht es doch ganz gut aus. Aber ich denke mal nicht, dass es für die Pole heute reichen wird. Und wie der nette Kommentator Heiko Wasser, heißt er, glaube ich, schon gesagt hat, das Qualifying entscheidet sozusagen das Rennen. Denn im Rennen hat man nicht mehr so die Möglichkeiten zu überholen, weil ihr, wie ihr seht, das hier ziemlich eng ist. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben. Nein, wenn wir Glück haben, wir haben leider kein Glück. Wird aber ziemlich knapp. Wir sind am Ende Dritter, immerhin. Zweite Startreihe. Bis zum Schluss. Oh, jetzt haue ich hier mein Mikrofon um. Bis zum Schluss waren wir noch Erster. Oder fast bis zum Schluss. Aber dann wurden wir eingeholt und deswegen sind wir jetzt Dritter. Und das ist der erste dritte Platz in dieser Saison. Was war das für eine Session für Mercedes heute? Das Team hat sich für das morgige Rennen die erste Startreihe gesichert. Dieses Wochenende haben sie wirklich hart gearbeitet und es ist ihnen heute gelungen, beide Autos perfekt abzustimmen. Ob ihnen das auch morgen gelingt, bleibt abzuwarten. Ja, das bleibt abzuwarten. Ich hoffe natürlich, dass wir morgen doch noch irgendwie eine Chance haben, die beiden Silberpfeile zu überholen, die jetzt endlich mal auf 1 und 2 sind. In den letzten Rennen haben wir uns immer beklagt. Mann, warum sind wir Erster und die Silberpfeile so weit hinten und jetzt haben Nico Rosberg und Lewis Hamilton es doch geschafft, auf die ersten beiden Startplätze vorzufahren. Wir dahinter. Dahinter Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Bottas, unser Teamkollege Ricciardo, Grosjean und so weiter und so fort. Die hinteren Plätze interessieren uns ja eher nicht so, weil wir uns ja doch nach vorne orientieren. Und das werden wir auch morgen machen. Ich hoffe, du schaltest morgen auch wieder ein zum Rennen hier aus Monaco. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser Episode und bis zum nächsten Mal. Bis morgen um 15 Uhr zum Rennen. Tschüss.